Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Alan Wake. Ja, wir haben gerade eben den Bulldozer da drüben mal ein bisschen zugesetzt. Ich hasse Bulldozer. Oh mein Gott. Gut, aber wir kriegen jetzt endlich wieder ein Auto. Das ist doch auch schön. Und eine Zwischensequenz. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Ja, das kann ich dir nachvollziehen. The coal mine wasn't far now. Naja, das ist doch noch ein ganz schönes Stück bis dahin, wenn es das Ding daneben ist. Oh, aber es ist Gott sei Dank Tag und ich habe wieder keine Waffen. I would meet the kidnapper and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Kann ich nicht dahin fahren? Ich hab keinen Bock dahin zu laufen. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Und auch dafür hat er jetzt drei Kapitel gebraucht, um das rauszufinden. Und es macht mich echt kirre, dass ich schon wieder keine Waffen mehr habe. Dann werde ich hier auch wahrscheinlich erstmal. Oder? Liegt da was dran, ne? Ah, da vorne bewegen sich schon wieder Baumstämme. Nee, da liegt nichts drin in dem Kofferraum. Vorsichtshalber fährt er jetzt auch bei Tag mit Licht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, da geht's wohl echt nicht weiter. Eieiei. Ja, warum auch, Waffen einpacken am helllichten Tag. Wahrscheinlich wird er gleich wieder in Ohnmacht fallen und dann ist es wieder Nacht und er hat wieder keine Waffen dabei. Ich kenn's doch mittlerweile. Alan, wie kann man nur so blöd teilweise sein? Vor allen Dingen, wo tut er seine Waffen ständig hin? Was macht er damit? Schmeißt er die weg? Das Haus möchte ich aber mal kurz reinschauen. Bevor wir jetzt hier weitergehen, vielleicht gibt es hier noch ein Secret. Kontrollpunkt auf jeden Fall. Oh, ein Radio. This is Pat Maine and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. No. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Gut, wenigstens haben wir einen auf unserer Seite. Nachdem alle anderen ja der festen Überzeugung sind, wir würden hier Massenmorden durch die Gegend ziehen. Gut, was unterm Strich auch stimmt. Aber die anderen haben angefangen. Und ich meine, dass ich alleine keinen Helikopter zum Abstürzen bringen kann. Das sollte eigentlich auch diesen Polizisten Nightingale da irgendwie einleuchten. Oder als Riesentornado hier durch die Wälder ziehe. Aber nein, es ist ein amerikanischer Bulle. Was soll man erwarten? Den ganzen Tag Donuts fressen und Leute über den Haufen schießen. Aber dieses Spiel ist echt idyllisch, wenn man mal bei Tag spielt. Ah, wieder was, was ich gerne untersuchen möchte.
Da entspannt man doch direkt so ein bisschen. Auch wenn man weiß, dass es eigentlich nichts zum Entspannen gibt. Wir suchen ja immer noch Alice. Wir haben ja einen Anruf von ihr bekommen. Angeblich. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, es war kein Anruf von ihr. Schon wieder ein Radio. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me, that's strange, because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or heck, childish even? There's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, gerade eben in der Zwischensequenz, wo er ins Auto eingestiegen ist, wo er so froh drüber war, dass es endlich hell wird, da hatte er das Pflaster gar nicht im Gesicht. Guck nicht so grimmig. Echt jetzt. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel. What I felt for someone, because she was the one, she was. And she... Oh, blah, blah, blah. ...drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know. Okay, ich lasse jetzt einfach mal labern. Ich finde das jetzt nicht so spannend, was da gerade geredet wird. Ich glaube, das da unten ist auch schon das Bergwerk, was wir da gesehen haben. Ich hoffe es einfach mal. Was heißt, ich hoffe es einfach mal? Dann wird da unten wahrscheinlich wieder die dicke Action losgehen. Ah, da kann man auch wieder rein. Oder muss ich vielleicht da rein? Nee, anscheinend muss ich noch weiter runter. Ich werde es trotzdem untersuchen. Einfach nur, weil ich wissen will, was hier denn alles so noch rumliegt. Vielleicht gibt es ja noch Kaffeekannen oder Manuskriptseiten, die mir gleich verraten, was hier abgeht. Ein bisschen rumspoilern. Ah, wobei, das wäre ja auch cheap. La 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 la. Oh, eine Manuskriptseite. Wer hätte es gedacht, wenn jetzt hier oben nichts gewesen wäre nach dem langen Weg? Motto auf der Fähre. Nee, Mod auf der Fähre. Spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special. But Mod hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Okay, das ist offensichtlich der Entführer, der auf unsere Frau abfährt. Kranker Hinterwäldler. Absolut kranker Hinterwäldler. Aber gut, so sind sie. Ich meine, man muss hier schon ein bisschen flexibel sein, wenn man nicht gerade seine Schwester heiraten möchte. Oh, das war böse. Oh, ich möchte mich da jetzt in aller Förmlichkeit entschuldigen für diesen Satz. Nein, warum eigentlich? Ist ja so. Inzucht, ein Spaß für die ganze Familie. Gott sei Dank ist dieses Spiel FSK 16 und ich hoffe... Wow! Und ich hoffe, dass ihr... Ich sollte nicht in andere Richtung gucken. Ich hoffe, dass ihr auch mindestens 16 seid, wenn ihr dieses Let's Play anschaut. Ansonsten kann ich für diverse Schäden nicht garantieren. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Ah, da hinten ist doch wieder was. Ah, eine Kaffeekanne. So langsam bekomme ich einen Blick dafür, wo die versteckt sind. Was haben wir denn hier? Ach ja, super, hier liegen die Instrumente schon für die Kerle, die mich wahrscheinlich gleich angreifen werden. Super. Ganz toll. Ich freue mich. Nein, tue ich nicht. Oh, was steht da? Bla 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 bla, Vulkanausbruch. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr das möchtet? Okay. Oh Mann. Ich ahne Schlimmes.
Ich ahne verdammt Schlimmes. Oh, Zwischensequenz. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Na toll. Es ist wieder Nacht. Super, Alan. Das hast du gut gemacht. Und jetzt? Warum ist meine Taschenlampe leer? Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Na, super. Hello? Hello? I'm gonna kill him. Oh ja, und diesmal kann ich dich sogar echt verstehen. I had to get to Mirror Peak. Wo muss ich denn jetzt lang? Boah. Was zum Henker? It was close. Maybe closer than ever before. Alter Schwede. Da komme ich noch nicht mal mehr raus. Oh, alter Schwede. Das Gebäude verlassen. Das sieht doch so aus, als könnte ich hier lang. Ja. Okay. Okay. Ah, da hinten liegt auf jeden Fall schon mal ein bisschen was rum. Leuchtfackeln, Thermoskannen. Oh, mittlerweile habe ich echt genug Leuchtfackeln. Was heißt genug? Ich will ja nicht wissen, was da noch alles gleich kommt. Doch, ich will es wissen. Ganz ehrlich gesagt, ich will es wissen. Aber es wird schon einen Grund haben, dass man plötzlich so viele davon bekommt. Und vor allen Dingen geht dieses Kapitel schon wirklich lange. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt hier schon länger dran, wie an dem ersten und zweiten Kapitel. Kann ich nicht wieder hochgehen? Ach, Leute. Ach, Leute. Manuskriptseite. Nehmen wir erstmal die. Thomas Zane liebt Barbara Jagger. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Okay. Well. Gut. Das ist wahrscheinlich... dazu habe ich eine Theorie, aber ich möchte mich da jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vorne ist eine Munitionskiste. Ich ahne so verdammt Schlimmes. Das sieht doch wieder nach Kampf aus. Ja. Gut, der ist schon mal hinüber. Na komm, lad nach. Was will der da hinten mir sagen? Dass er festgebackt ist wahrscheinlich. Wow! Nee. Nicht schon wieder so ein Teil. Nee. Gott sei Dank kann man hier seine Vorräte nochmal aufladen.
Mensch! Na, da hatte ich Glück gehabt. Da hatte ich verdammtes Glück gerade. Wenn jetzt gleich hier so ein kompletter Laster angeflogen kommt, so ein Waggon. Blendgranaten, okay. Ah, das hier wird wieder so ein endliches Ding. Plong. Och nee. Natürlich kann ich nicht zurück zur Munitionskiste. Warum denn auch? liegt hier noch was? Nee, sieht nicht so aus. Lala, lala. Wow! Wow. Da ist irgendwas drin. Bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was da drin ist. Aber so wie es aussieht, muss ich auch da rein. Och nee, oder? Okay, da ist aber noch eins drin, ne? La 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 la. Lieber kein Risiko eingehen. So. Sieht auch schon wieder so vertrauenswürdig aus. Menschenscanners. Ein Kontrollpunkt wäre mal echt nett. Oha. What the hell? Ja, du sagst es. What? What the hell? ich glaube, ich mag das nicht. Ich glaube, ich mag das ganz und gar nicht. Und ich glaube, ich könnte mal einen Kontrollpunkt gebrauchen. Ja, die Treppe ist natürlich wieder kaputt. Oh. Ich ahne Schlimmes. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Mhm. Würde ich sagen, gehen wir nochmal da oben diesen Kabeln nach. Ah, schauen wir mal. Hoppala. Ah ja, schau. Bam, bam. Das macht noch am meisten Spaß hier. Und ach. Ich bin nicht so geübt darin, Leute mit dem Autotor zu fahren, wie ihr merkt. Was auch, glaube ich, besser so ist. Na? Kleines Nupsi. Okay. Stellen wir das auf jeden Fall schon mal so hin, dass ich gleich wieder reinsprinten kann. Warum habe ich eigentlich die Schrotflinte in der Hand? Kontrollpunkt. Naja, ist doch schon mal... Boah, jawoll. Leuchtpistole. Ja, aber dann würde ich sagen, wir machen hier Pause. Was da gleich passiert mit diesem Wirbelsturm und... sehen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.